Jau, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Wir haben letztes Mal mich Leuchtfeuer aufgestuft. Und mir ist noch was eingefallen, was wir machen können. Hail to you, Bonfire. It's very auspicious. I pray that through you, her wish will be granted. Have you heard of Seath the Scaleless? In legend, he turned against the ancient. He became Lord Gwyn's confidant, was granted dukedom, and was allowed to at the regal archives. He immersed himself in research on scales of immortality. The one thing that he did not have, but his very research drove him mad. The archives became a dungeon, a place for sinister experiments. Now, nobody dares even approach the Duke's forbidden archives. It looms over this land high atop the mountain. But I should warn against even an approach. If you require rest, that is, after all. If you require rest, that is. Und zwar, ich hole mir jetzt was. Erstmal. Und dann gehen wir noch an den anderen Ort. Mal gucken, gehen wir mal durch. Ich hoffe nicht, dass ich da sterbe, sonst muss ich wieder Menschlichkeit verschwenden. Ich sehe jetzt nichts. Oh, da ist ja noch mal einer. Stimmt, da komme ich ja gar nicht durch. Ich habe das Herrschergefäß noch gar nicht platziert. Ah, whip. Ja gut, dann machen wir einfach das andere. Stimmt, da wollte ich beim letzten Mal, glaube ich, mal schon hin, aber dann bin ich da auch nicht durchgekommen. Geht erst, wenn ich das Herrschergefäß platziert habe und nicht, wenn ich es schon habe. Ja, okay, well. Welly, welly, well. Dann muss ich was anderes tun. Stärke um 4 Punkte zu erhöhen. Ja, keine schlechte Idee. Hm.
Wieder die Gemäldewächter. Schon ein bisschen Damage. Fünf Wurfmesser. Ich glaube, ich brauche hier im Spiel keine mehr kaufen. Große Zauberwaffe, okay. Oh, Schwarzeisenhelm, cool. Die gemalte Welt von Ariamis. Ah, okay. Nicht von Ariandel. Oh, hier funkelt doch schon wieder irgendwas. The Legend, oh nein. Der Dude ist bestimmt so ein richtiger Fettroller unter das Graswappenschild, also eine erhöhte Ausdauerregeneration. Da bei dem Dude brauche ich nicht blocken. What? Oh mein Gott. Der hat wieder einen Ping von... So einer ist das. Ja, Whip. So menschlich bin ich nicht mehr. Oder? Nein, bin ich natürlich nicht. Ja, jawohl. Aber das hätte ich eh nicht benutzen können.
war hier nochmal der schwere Angriff? Ah. Muss ich auf Shift drücken. Muss ich wieder viel Menschlichkeit verschwenden. Oh, wei. Ich lasse das erstmal mit dem Bonfire. Weil nötig habe ich ja jetzt eigentlich gar nicht. Ja, was ist das für gut, Alter? Oh nein, die sind giftig. Irgendwas macht da ziemlich komische Geräusche. Und das sind die Ratten. Ist gerade die Ratte gedroppt. Okay, na, beschwere ich mich jetzt nicht darüber. Komme ich noch mal darauf? Ah. So hat sich die Frage auch erledigt. Oh, da oben ist ein Vogel-Dude. Versuch's mit Rollen. Oh nein, Doppelmenschlichkeit. Ist der Vogel-Dude da unten drin? Oder ist er wieder nach oben? Das ist der Vogel-Dude. It's Bird Person.
Oh, ein zerbrochenes Schwert, nice. Oh nein, der ist schön, das ist ein unterer Drache. Ich hatte mal ganz am Anfang das Problem. Ich bin hier einfach ohne zu wissen, dass man hier so rein kann. Bin ich hier reingegangen. Und ich bin halt nicht mehr rausgekommen. Beide nichts gedroppt, okay. Erstmal das Ambiente zerstören. Menschlichkeit. Oh, nice. Und nochmal Menschlichkeit immerhin. Ein bisschen. Jedes kleine bisschen hilft. So ein Standardsatz in Oblivion, wenn man die Leute mal bestochen hat, damit die eine bessere Meinung von einem bekommen. Jedes kleine bisschen hilft. Goldmünze. Verzweiflung. Ich hätte jetzt gefragt, ob ich hier schon nicht vorhin drin war, aber dann wären die Ratten ja tot. Oh, Höhlenboy hat was für mich. Unzerbrochenes Schwert. Nice! Das war knapp. Sehr knapp. Ewigseitiger, nice. Oh, jetzt schläft mein Fuß langsam ein, scheiße. Ja, der kriegt keinen Fallschaden.